In diesem Haus am Niederrhein wohnt Familie Heitoff. Das sind Mutter Jutta, die 12-jährige Elisa, der 8-jährige Leo, Schwesterchen Paula und Vater Bernhard. Mit in der Runde heute Thomas Haumann. Er ist Baubiologe und als Sachverständiger nimmt er häufig Strahlenmessungen vor. Die Heitoffs sorgen sich vor allem um die Zukunft ihrer Kinder. Bei 3 kleinen Kindern, die älteste 12, die jüngste 6, die werden nachher auch ihre Laptops haben wollen und ihre Handys haben wollen. Und ja, da wollen wir mal wissen, was das so an Strahlung mit sich bringt. Ein ganzes Arsenal an technischen Geräten ist dafür nötig. Der Experte startet die Suche im Wohnzimmer. Beim Fernseher ist noch alles ruhig, aber beim Schnurlostelefon schlägt das Messgerät massiv aus. Liegen wir so um die 9.000 bis 10.000 Mikrowatt pro Quadratzentimeter an Strahlungsdichte. Wenn man das mal vergleicht, das ist das also Faktor 90 bis 100 über den Empfehlungen, die zum Beispiel vom BUND und von der STOA-Kommission des Europäischen Parlamentes niedergeschrieben wurden. Der Knackpunkt: viele schnurlose Telefone senden permanent zwischen Basisstation und Mobilteil, egal ob telefoniert wird oder nicht. Für Mutter Jutta ist das neu. Habe ich mir jetzt so keine Gedanken drüber gemacht. Also eben, es ist mir nicht so bewusst gewesen. Ja. Die Tipps des Experten: das Mobilteil immer, wenn es nicht benutzt wird, in die Basisstation stecken. Besser Geräte mit Eco Modus Plus oder Full Eco Mode kaufen. Diese können die Strahlung reduzieren. Die Strahlensuche geht weiter. Und schon bald wird Thomas Haumann wiederfündig. Diesmal ist es der Router. Er macht die kabellose Internetverbindung, auch WLAN genannt, möglich. Der Experte misst hier das Hundertfache dessen, was für Arbeitsplätze empfohlen wird. Auch hier gibt es einen einfachen Tipp: WLAN und Bluetooth immer deaktivieren, wenn sie nicht benutzt werden. Dazu muss man wissen, dass inzwischen zahlreiche Geräte kabellos per WLAN ins Internet gehen. Das sind zum Beispiel Notebooks, Smartphones, Surfsticks und auch Spielekonsolen. Für alle gilt: sobald WLAN aktiviert ist, steigt die Strahlenbelastung. Vor allem Kinder und Jugendliche hängen häufig und stundenlang im Internet, am liebsten mobil. Unser Experte sieht das kritisch. Gerade Kinder müssen besonders geschützt werden, wenn es gerade um das Risiko geht, der gesundheitlichen Risiken. Und da ist es beim Handy so, dass man wirklich die Zeit natürlich sehr stark einschränken muss, dass die Kinder auch darüber aufgeklärt werden, dass das mit Strahlung zu tun hat. Und das gilt auch für Vater Bernhard. Als Arzt muss er immer erreichbar sein. Sein Handy ist da eine Erleichterung. Aus Sicht des Baubiologen ist das allerdings bedenklich, vor allem direkt am Ohr. Es ist ein Risiko. Wie genau gefährlich, können wir jetzt noch gar nicht sagen. Es ist ein großer Versuch, der praktisch stattfindet am Menschen, wo wir dann erstmal abwarten müssen in einigen Jahren, was jetzt definitiv für welche Krankheiten dann auftreten. Die Tipps des Experten: Mobiltelefone nicht am Körper tragen. Nur kurz telefonieren und während Autofahrten sowieso eine Freisprecheinrichtung verwenden. Für den Baubiologen am wichtigsten sind die Schlafplätze. Im Kinderzimmer schlägt der Sensor bei Geräten aus, die man auf Anhieb nicht als gefährlich einstufen würde. Leo sind die Strahlen ein bisschen unheimlich. Man kann die nicht fühlen, aber man kann die messen mit so einem Gerät. Haumann misst hier 70 Mal mehr als vom BUND für den Schlafplatz empfohlen. Gerade dieser Bereich gilt als besonders sensibel. Ja, weil das der Platz ist, an dem man sich wirklich erholen will, wo man Ruhe braucht, wo man sehr viele Stunden am Tag sich aufhält. Und da sind solche Belastungsfaktoren natürlich umso gravierender. Problematisch sind also auch ganz normale Alltagsgeräte im Dauerbetrieb. Elektrische Radiowecker, digitale Bilderrahmen oder sogar manche Babyfone zum Beispiel. So viel Elektrosmog, Elisa wird's mulmig. Mir macht das schon ein bisschen Angst, weil, also jetzt habe ich noch keine Sorge, aber später vielleicht, weil die Technik entwickelt sich ja auch immer weiter. Für alle Geräte gilt: Mindestabstand 1 Meter, vor allem vom Bett, Nutzungsdauer begrenzen, ausschalten, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist und besser Akkugeräte benutzen. Die Heitoffs wollen künftig ein paar Dinge verbessern. Auf jeden Fall sollen die Kinder nur noch zu klar begrenzten Zeiten mit elektronischen Geräten spielen dürfen. Und noch was: wir möchten uns ein neues Telefon besorgen. Und weniger telefonieren, und wenn telefonieren, über Festnetz.
Auch in Zukunft wollen Heithoffs neue Technik nutzen, aber darauf achten, keinen unnötigen Elektrosmog ins Haus zu lassen. Wir sind eins. ARD.